Ihr seht, in Glarus haben wir einen Hornalarm. Das gibt es gesamtschweizerisch nicht, aber in Glarus haben wir das. So herzig. Grüezi, Orga! Orga! Aus Glarus, an dem heutigen Samstag. Ihr seht, es hat einen leichten Neuschnee gegeben nach diesen Tagen mit viel Föhn und viel warmen Temperaturen. Und ja, wir sind jetzt gerade bei den warmen Temperaturen. Ich glaube, ihr wisst da, bei Schnee, Toni, wir schauen immer, dass das Zwischenmännliche stimmt und wir immer Sachen unterstützen, die für andere Leute gut sind. Und wir haben da jemanden bei uns, der ja, im Moment etwas am durchgehen ist, was sehr, sehr speziell ist und wir das sehr gerne unterstützen. In Glarus hat es ein Einhorn seit ein paar Tagen, das für ja, positive Gemüter sorgt. Wie ist Einhorn? Papa, morgen miteinander. Grüezi, grüezi. Wie fühlt man sich so heute an dem Samstag hier in Glarus als Einhornpfeffer unterwegs zu sein? Toni, wenn ich dir sage, wenn ich Kinder sehe lachen, ist für mich einfach alles. Es ist wunderbar, was ich für Feedback bekomme und eben wie sehe, wie die Leute Freude haben an mir. Ja, es ist wirklich, zum Teil bin ich sprachlos. Mit wenig kann man so viel erreichen. Also liebes Einhorn, oder? Ich muss dir schon sagen, ich finde das unglaublich, was du da machst. Und man sieht es auch in den Kindertrainer Resonanz jetzt in den letzten paar Tagen, die es gegeben hat. Es ist toll, so viele Kinder sind hier unterwegs, warten auf dich und die fragen regelrecht auf dich. Sogar der Mess von der Glarner Schinken wartet. Hoi zusammen, ich will da mal beschlitteln. Er ist auch da, weil er das Einhorn hat sehen wollte.